Wer bis zum Rentenbeginn vielleicht noch so 10 oder 15 Jahre Zeit hat und jetzt mal in seine Unterlagen schaut, in den Rentenbescheid, der bekommt vielleicht einen Schreck nach dem Motto, mein lieber Mann, das könnte im Alter knapp werden. Wir wollen gar nicht über Altersarmut reden. Aber was kann ich jetzt als über 50-Jähriger für die Altersvorsorge noch tun? Lohnt es da überhaupt noch zu investieren, was anzusparen oder bringt das hinten raus? Überhaupt nichts. Das ist natürlich die entscheidende Frage, wie viel Risiko will ich eingehen bei meinem Investment und wie viel Geld habe ich im Monat überhaupt übrig, um noch ein bisschen was fürs Alter zurückzulegen und da vielleicht noch eine Altersvorsorge anzusparen. Wer also nur noch wenig Zeit hat, fürs Alter privat vorzusorgen, der muss schauen, dass er eine gute Rendite erzielt und dass er die Kosten möglichst gering hält. Auch hier lohnt es sich, zu vergleichen.